Tag, Leute, und da sind wir zum nächsten Spieltag. Das wird wohl, wird das dann wohl die Entscheidung sein? Eigentlich müsste es ja so sein. Wir haben einen Punkt aus 6 Spielen. Heute kommt der 16. Letzter Spieltag war der 17. da. Haben wir genauso schlecht gespielt wie die ganze. Und wie haben wir gleich. Haben wir gleich ein Gegentor. Zugelvorschuss von der rechten Seite. Opa plötzlich fertig vor. Rommel auf. Deutscher Schlussmann. Der Kopfnoll ist aber von Angriffer. Ball und Faust ist hinweg. Boah, ey. Konzentration. Was machen die denn da schon wieder? Jetzt läuft der Ball Richtung Strafe und findet zunächst keinen Anspielweiser, der überrascht. Hier der wunderschöne Heber auf. Er setzt sich robust gegen euch, nimmt den Ball ab, schießt an die Unterkarte, wo wird der Sprint dabei ein? Linie und Tor. Ein wunderbarer Angriff. Och man, ey, komm. Kann doch nicht sein. So eine Kacke. Er trägt mich nur auf, ey, wirklich. Erzielen seit 447 Minuten ihr erstes Tor. An im Strafraum. Es gibt 11 Meter, gelbe Karte für Thompson. Sind wir durch den Werk, ne? Trifft der mal heute wieder. Elfmeter in Oldenburg. Scheint die Saison fast zu genießen. Lange Anlauf. An die Latte. Ey, das kann doch nicht sein. Ich verstehe es nicht, warum der den Elfmeter nicht mehr umgeht. Ihn wieder eins umgehen. Haben wir denn nur so ein Pech? Oh, wieder Nuri, der kommt mal fundiert zu gegen, findet aber den Torhüter seinen Meister. Und da haben wir die nächste Möglichkeit, was ist da? Und eine hundertprozentige. Setzt sich außen in der Mitte ab, überschwotet und jagt den Sportgeld aus. 16 präzise in den rechten Winkel. Super Jungs, wir sind wieder da. Nicht durch den Elfmeter, durch Karabulut. Oh, doch gut, dass wir ihn heute spielen lassen. Genau wie letztes Spiel. Hat er die Vorlage gegeben, jetzt macht er sein Tor. Weiter so, Jungs, weiter so. Genau, wenn ich das sage, kommt Oldenburg und trifft bestimmt gleich wieder. Ja, super. Vom Innenpfosten ins Tor, was sag ich? Ich verstehe es nicht. Ah, wir sind wieder da. Wieder eine gute Möglichkeit. Eine hundertprozentige. Jo, wir führen. Wir führen. Wir haben ausgeglichen. Super schön. Und wir haben ja gleich die nächste Möglichkeit. Karabulu flankt scharf, flach in die Mitte. Tim Werk, der gesamte Oldenburg davonläuft. Zuerst scheitert der Angreifer nach 8 Meter an. Doch der Nachschuss stochert er ins Tor. Wir führen. Wir führen. Wir führen ein Spiel an. Die letzten beiden Spielen 4 Tore von Tim Wertke. Kommen wir wieder zurück. Super, Jungs. Weiter so. Weiter so. Lilat rennt in Richtung Strafraum des Oldenburger und wird dabei nicht gestört. Geht aus der Distanz, aber sein Schuss wird von Oldenburger abgeblockt. 2 Minuten in der ersten Halbzeit. Und Halbzeit. Boah, wir führen mal in der Halbzeit. Ist das nicht schön? Kennen wir noch gar nicht mehr. Wir können mal einen Spieler loben. Und den Karabulut-Stoß. Motivieren die Abwehr. So, und die Frische hier. Unsere Spieler hier einmal durchgeballert. So, und ey, ist das schön. Wir führen.
Spieler warm laufen. Und bitte rettet das irgendwie über die Zeit. Das wäre doch mal was. Riesenchance in Oldenburg. Jetzt muss ich noch schnell gehen. Überzahl für den BV Kloppenburg. Sie merken, läuft ganz alleine auf Mansur. Zu Querpass auf Nuri, der muss nur noch eigentlich auch bitte mal rennen. Trifft Tor, ja. Wir sind da. Yes. Yes, Mann. Werde ich doch nicht gefeuert, ist das schön. Jetzt ist der Knoten geplatzt, würde ich mal sagen. Hoffe ich. Ich hoffe es. Oh, in Oldenburg spielt der Torwart Libero. Weiter Ball von Per Mertl in die Spitze. Holterbaum spielt gemüht und kommt weit aus dem Tor heraus. Und kann im Haaresbreite vor Kevin Samidi klären. Schön. Wir stellen jetzt Konter ein. Wir suchen die Entscheidung. Das sind 60 Minuten. Oh, oh, Oldenburg kommt jetzt nochmal. Semi schlägt schön auf für Per Mertl. Hat der verzieht, da muss er groß gewachsen schon mal mehr draus machen. Wir. Und tut sich der Gastgeber schwer. Klar, der BVK ist jetzt natürlich nicht mehr in der ersten Halbzeit auf dem Weg nach vorne, sondern macht hinten dicht. Das passt dem Gastgeber gar nicht. Bedient Labs, der andere nur im Strafraum mit einem Schirm aussteigen lässt und dann der abgefälschte Schuss geht einen Meter vorbei. Ich rufe jetzt mal Konzentration ins. Wir brauchen den Sieg und fängt den Ball sicher. Robin Heller. Und wir haben die nächste Möglichkeit. Eine scharfe Reinhaltung von Miliard ist etwas zu nah für das Tor gezogen. Mansur ist rechtzeitig unten und packt sich dazu. Und jetzt kommt der Fälle. Tim wirkte mit einer 1 im Superspiel. Endlich mal wieder ein Superspiel für den Sturm, ja. Das kennen wir ja gar nicht mehr. Oh, ich bin so angespannt, das kann man sich ja nicht vorstellen. Ich hatte keinen Bock, so früh den BV Kloppenburg zu verlassen. Die Körperschwache des VfB zeigt, dass wir nicht mehr viel reißen werden. So, jetzt noch auf Zeitspiel. Und etwas zu spät, tritt den Stürmer leicht. Zückt die gelbe Karte, was eher unnötig ist. Das war keine Absicht, die Attacke und steht auch schon wieder der Karabulut. Ach, das wäre doch schön. Jungs, haltet das irgendwie los. Die wechseln auch nochmal aus. Und die Oldenburger haben jetzt nochmal eine Chance. Freistoß von links. Latz. Oh, hoher Freistoß zu Per Mertl. Doch der große Wagen schon mal gerät in Rücklage und kann die Beine nicht mehr drücken. Köpft ihn somit über das Tor. Und jetzt wie man mit der Möglichkeit. Verlängert Einwurf auf Malte per Kopf. Ja, ja. Stoppt den Ball einen Finger, kann aber nicht mehr zählen. Mühe selbst nach und schiebt das hier zum 5-2 ein. Ist das der Sieg? Ist das der Sieg? Das ist die Frage, ob es der Sieg ist. Bitte, bitte, bitte. Wir werfen nochmal alles nach vorne, die Oldenburger. Laser kommt jetzt für Tunis. Und Oldenburg jetzt nochmal eine Chance. Ecke. Die Ecke wird Post werden wieder aus dem 16er geköpft, aber der Ball kommt schnell wieder zurück. Henrik Ball täuscht an und trifft von schräg rechts den Pfosten. Der Ball geht dann nach hinten aus.
Oh. Die wollen uns das Leben nochmal schwer machen. Oh, es nimmt. Das Spiel dürfte gelaufen sein, um eine 2-5 Vorsprung noch herzugehen, müsste die Klopper schon ziemlich die Linie verlieren. Ach, das kriegen die hin. Flanke verfälscht hoch in den Strafraum und der Spieler aus Kloppenburg. Merkel ist eher am Ball als anschließend eigentlich von den Beinen holt. Schiedsrichter Helmut Hülmann hat aber kein Foul gesehen. Boah, jetzt haben wir noch Glück. Los. Hinten dicht. Der BVB hat jetzt viel Zeit. Wir gewinnen das Spiel. Habe ich ja gar nicht mehr geglaubt, dass wir das Spiel noch gewinnen. Wir lagen zurück. Das ist ein schönes Gefühl, dass wir mal ein Spiel wieder gewinnen. Tim Wertke. 7 Spiele, 4 Tore. Sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Wenn man so überlegt. Nuri auch heute mit 2 Toren. Oh, geht doch wieder. Unsere alte Aufstellung macht's möglich. Und Karabulut. 1 Tor, 1 Vorlage. Der hat sich auch gefunden. Schön, dass er jetzt hier bei uns ist. Statistik. Guckt man sich auch gerne die Statistik an. Auswärts. Knapp 4000 Zuschauer. Und genau 4000 Zuschauer. Okay, 4010. So, wir hatten mehr Ballbesitz. Hatten 7 Chancen. Oh, ist das mal schön, ey. SV. Ja, können wir auch mal wieder die Ergebnisse. Da hat man einfach mehr Bock auf alle zu quatschen, ey. Wenn man mal wieder gewinnt und mal ein bisschen rauskommt aus den Abstiegsplätzen. SV Eichene 1-1 gegen Hasel. SC Werl 1-1 gegen Sportverein Lotte. VfL Wolfsburg 2 gewinnt gegen Viktoria Hamburg. Damit ist ihr Lauf ja schon gebrochen. 5 Spiele gewonnen, jetzt 2 Niederlagen. Hamburg 2. gegen Reden 1-1. Lübecker SK Hansa verliert wieder. 3-0, Pauli gewinnt 1-0 gegen FT Braunschweig. 1-0 für Braunschweig, 2. Meppen und Wiedenbruch 1-1. So die Stimmen. Ich habe viele Spieler in der Mannschaft, die nicht richtig auf dem Platz sind. Das ist für mich in dieser krassen Form sehr verwunderlich. Der Sieg steht natürlich an erster Stelle, auch durch dieses Ergebnis sollte sich das Team weiter festigen. Aufgefallen sind mir die gelungenen Standards. Erheblich verbessert werden muss noch die Abstimmung untereinander. Okay. Ja, könnte man so sagen. Und die Spielerstatistik, Tim Werk, der ist jetzt auch mal dabei. Nuri ist dabei, ist doch schön. Oh, ey. Paar Spieler von Spieler des Tages, Tim Werk. Mensch, ey, läuft doch mal die ganze Saison. Ja. Könnte besser sein, beste Spieler. Kommen wir auch immer richtig schnell ran mit 4 Toren. Gucken wir mal die besten Noten. Okay, müssen wir 7. Ja, da ist der Malte dabei, ist klar. Der uns ja meistens den Arsch gerettet hat. München verschenkt einen Punkt gegen RB. Oh. Können wir uns ja mal angucken, Begegnung. Daniel Fran. Schießt den Ausgleich. Schön, dass er da noch dabei ist. Ach, Bochum war Erstliga. Aha. Durch die Werbekampagne ist ihnen gelungen, 192 neue Mitglieder Verein zu begrüßen, womit sie auf Platz 10 in der Liga rangieren. Ist doch schön, wollen wir erstmal anmelden. Ja, was hat der für ein Passwort? Ah. So. Dann können wir wenigstens gleich. Oh, ist das ein schönes. Wir haben mal wieder gewonnen. Wir haben mal wieder gewonnen. Wer hätte das gedacht? Wir können gewinnen. Oh, Spieler. Robert Lewandowski. Zero Immobile. 6 Spiele, 5 Tore. Robert Lewandowski. 6 Spiele, 7 Tore. Hakan der Hu. Jo, weiter geht's.
Bitte warten, Autosave wird. Ja, da kann man auch gerne mal warten. Da hat man so eine Grinsen in der Fremde und sagt, wir warten, wenn sie warten sollen, warten. Nee. Hab ich kein Problem damit. Scout kehrt zurück. Okay. Scouting abgeschlossen. Hä? Ja, die Form wird jetzt ein bisschen besser. Ist ja mal schön. Nachrichten. Beste Halimi. Eine 56. Ja, okay. Kannst auch rechts oder so. Scout kehrt zurück. Verlängert seinen Vertrag. Nee, ist ja schön. Verbessert sich beim Flanken. Schön, hat er jetzt eine 64. Wir haben auch ein Sponsorangebot für Volkswagen. Da Unternehmen, da schleiben wir mal. Wie haben wir denn hier alle noch unter Blick? Wer ist der Stärkste? Er wäre realistisch. Ach, bei. Nee, schön. Ach, Mann, Kacke. Die könnten wir uns auch holen. Marco Quauchala. Können wir uns doch den Rest. Ne, den haben wir ja. Tim Treude. Glorreiche Zukunft. Arthur Schneider. Da haben wir auch den Harald, der kann da eigentlich auch spielen. Toni Schmidt. Rechts außen eine 53 oder eine 53 links außen. Wer ja, meint Ersatz für links? Wie lange hat er den Vertrag? Der endet diese Saison. Könnten wir uns den ja eigentlich verpflichten? Das wäre doch was. Dann machen wir mal erstmal Spielgespräche. Kann man den jetzt eigentlich anbieten? Spiele anbieten. Schickt schon 55.000. Lass mal beauftragen, weil er will ja weg. Dann lassen wir auch ziehen. Jan Meyer. Tim Werkner, du trainierst sensationell. Oldhof, genau dasselbe. Mannschaftsführung ist klasse. Harald, kann man auch nicht sagen. Ja, herzlichen Glückwunsch zu dein erstes Ligator. Malte, natürlich wieder immer dasselbe. Kannst du immer loben. Dem Hofmann. Ja, ich mach ein Training alle, sonst kommst du wohl nicht mehr in die Mannschaft zurück. Christian Westerfeld. Gerdes. Raubenheller. Philipp, du hast wieder gut trainiert. Ja, und der Nuri. Auf jeden Fall mit seinem Doppelpack. Ja, wir brauchen nicht mal einen Topform. Gucken wir uns mal die Teamhierarchie. Jo. Die Form unserer Abwehr ist nicht so stark. War ja auch kein gutes Spiel der Abwehr. Sein gutes Spiel der des Angriffs. Ist aber auch nicht so schlimm, weil wenn wir Tore schießen und dadurch gewinnen, ist ja auch mal schön, ne? Unsere beiden Zentralen, ja, jetzt läuft es wieder bei denen und hoffen wir mal, dass wir auch gegen die Hamburger wieder gut spielen. Auf jeden Fall den Said decken. Ja, natürlich beißt er immer noch in der zweiten. Ist klar. Der hat eine 70. Auf jeden Fall Thielen auch decken. Ja, wo gehen wir lang? Über die Außen? Gehen wir über die Außen. Ich würde sagen, dann sehen wir uns
gegen Hamburg. Ciao. Und hoffentlich gewinnen wir auch mal wieder gegen starke Mannschaften und holen uns den Sieg. Wir sehen uns.